Jetzt geht es für uns gemeinsam in die Lüfte. Wir heben jetzt ab zur Erbauer 24, die auch heuer wieder ein großartiger Erfolg war. Hunderttausende Flugfans sind dazu nach Zeltweg zum Fliegerhorst Hinterstoißer gekommen und haben sich dieses Spektakel nicht entgehen lassen. 200 Fluggeräte aus 20 Nationen konnten hier bestaunt werden. Noch dazu gab es ein großartiges Rahmenprogramm mit Flugsimulatoren und zahlreichen Ausstellungen. Mehr dazu jetzt aber in unserem Beitrag. Hier spricht die österreichische militärische Luftraumüberwachung auf der Notfrequenz. Landen Sie in Zeltweg. C-130, verstanden. Werde in Zeltweg landen. Bereits zum 11. Mal fand Anfang September die Airpower 24 unter dem Motto Fliegen, Freiheit, Begeisterung am Fliegerhorst Hinterstoißer in Zeltweg statt. Die Airpower ist eine Erfolgsgeschichte für das Murtal und die gesamte Steiermark. Die Airpower 24 wurde an den beiden Veranstaltungstagen von insgesamt 250.000 Besucherinnen und Besuchern besucht. So geil, ich finde es so cool, ich liebe das mit der Musik und so. Ich war schon auf anderen Fliegerfesten und ich wollte schon immer nachher. Es ist so cool, ich liebe die Leute, es ist richtig geil einfach. Man kann ja so viel sehen, selbst mit einem Besuch kann man ja nicht alles sehen. Also gibt es immer wieder was Neues zu entdecken. Das ist immer ein Überraschungsei, diese Veranstaltung. Und wir sind dann auch 2 Tage her, damit man ein bisschen mehr sehen kann und dass das ein bisschen entspannter auch wird. Was man alles erleben, was man alles sehen kann. Und die Flieger kennt man ja auch in Österreich. Ja, freue mich schon drauf. Bei der Airpower 24 präsentierten sich keineswegs allein die österreichischen Luftstreitkräfte. Nahezu alle Bereiche des österreichischen Bundesheeres waren dabei. Über ein Jahr lang wurde Europas größte Airshow bis ins kleinste Detail durchgeplant. Insgesamt waren rund 6.200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei der heurigen Airshow im Einsatz. Die Themen Regionalität und Nachhaltigkeit spielten auch ebenso eine große Rolle. Wir haben wesentlich mehr darauf geschaut, auch zum Thema Nachhaltigkeit, insbesondere was die Anreise anbelangt. Wir haben versucht, unsere vielen Zuschauerinnen und Zuschauer, also die ganzen begeisterten Luftfahrt-Enthusiasten, auch mit der Bahn bzw. mit Bus anzureisen, und das ist unglaublich gut angenommen worden. Wir haben auch in Kooperation mit der Stadtgemeinde Zeltweg wurde auch der Bahnsteig verlängert. Also wir haben wirklich die Lessons Learned der Airpower 22 genommen, haben das entsprechend ausgewertet und das haben wir entsprechend auch gemacht. Was wir auch gemacht haben, massive Müllvermeidung. Also wir setzen wirklich ganz, ganz neue Akzente. Es wird auch einen Nachhaltigkeitsbericht geben, der dann in weiterer Folge zum Nachlesen ist.